Ein herzliches Hallo zur Vorlesungsstochastik für Lehramtsstudierende. Heute wollen wir uns mit der Verteilung statistischer Größen beschäftigen und ich will Ihnen jetzt eine Idee geben, warum wir das wollen. Also eine kleine Wiederholung. Wir kennen ja bereits Konfidenzintervalle, allerdings nur in einem sehr speziellen Fall. Also zumindest, wenn wir jetzt mal die außen vor lassen, wo wir gesehen haben, so Approximative für eine Erfolgswahrscheinlichkeit haben wir auch besprochen. Aber also in erster Linie hatten wir eine Stichprobe gegeben, x1 bis xn. Und diese Stichprobe war eben normal verteilt mit Parametern μ und Sigma. Und natürlich war μ unbekannt, weil hierfür für den Erwartungswert wollten wir also ein Konfidenzintervall haben. Und das ist eben das, was uns noch ein bisschen übel aufschlagen sollte, Sigma größer 0 war bekannt. Also das sollte uns noch ein bisschen übel aufstoßen. Also wir haben so getan, als ob wir die Standardabweichung kennen. Und das ist also etwas merkwürdig und von dieser Bedingung hier wollen wir also wegkommen, weil es ist unrealistisch, dass man die Standardabweichung tatsächlich kennt. Also man hat vielleicht eine sehr gute Schätzung dafür, jemand hat einem gesagt, was die Standardabweichung ist, kann ja alles sein, aber tendenziell wird es so sein, dass man sie eben leider nicht kennt. Und was wird man dann also machen? Also wir haben, wie gesagt, bis jetzt hier ein Konfidenzintervall für μ, also für den Erwartungswert bei bekannter Varianz, uns überlegt. Also bei bekannter Varianz. Und jetzt wollen wir das Gleiche also auch machen bei unbekannter Varianz. Also jetzt nehmen wir an, Varianz, also auch die Varianz ist unbekannt. Auch die Standardabweichung, auch die Varianz ist unbekannt und wir müssen uns überlegen, was wir in diesem Fall tun. Und ich glaube, es gibt eine sehr nachvollziehbare Variante, was man macht. Man wird natürlich schätzen, auch die Varianz. Und das ist also Schätzproblem 2, das haben wir uns schon überlegt, wie man das vernünftig macht. Also schätze Sigma Quadrat, das wir jetzt nicht kennen, durch S Quadrat. Ja, also das ist eine sehr nachvollziehbare Sache, dass man das also durch die Stichprobenvarianz hier schätzt. Und zur Erinnerung, die Stichprobenvarianz ist also nichts anderes als 1 durch n minus 1, die, und weil ich es gerade noch sehe, also dieses Varianz unbekannt, machen wir also da vielleicht noch gelb, damit das ganz klar ist, dass der Rest natürlich so bleibt, wie er ist. Und also 1 durch n minus 1, Summe i gleich 1 bis n, xi minus x quer zum Quadrat. Also durch die Stichprobenvarianz zur Erinnerung schätzen wir konsistent und erwartungstreu Sigma Quadrat, also die tatsächliche Varianz. Und damit könnte man sich irgendwie denken, ist schon alles erledigt. Wenn wir uns allerdings jetzt nochmal anschauen, wie wir solche Konfidenzintervalle konstruiert haben, dann haben wir das durch Standardisierung im Prinzip gemacht. Also der eine Weg war, wir gehen über Zufallsstreubereiche, drehen das einfach um. Aber im Wesentlichen, was eben der Punkt war, ist, dass wir das Stichprobenmittel standardisiert haben. Und wenn Sie sich erinnern, was hier rausgekommen ist, ist, dass es um diese Zufallsgröße hier geht und die ist dann standardnormal verteilt. Und von dieser standardnormal verteilten Zufallsgröße haben wir dann Quantile bestimmt, so dass eben diese Zufallsgröße, für die folgendes gilt, also nennen wir die vielleicht mal y. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag von y eben kleiner gleich als phi 1 minus alpha halbe ist und alpha zwischen 0 und 1 natürlich, ist dann eben genau 1 minus alpha. Dann rechnen wir das wieder zurück, stellen sozusagen nach μ frei und haben dann eben unser Konfidenzintervall gefunden. Und jetzt sehen wir aber schon, was da sozusagen das Problem an dieser Vorgehensweise ist. Da steht ja Sigma drin und Sigma kennt man immer. Und damit hätten wir also dann immer noch Sigma eben drinstehen, oder? So wie wir das dann auch gesehen haben. Also das führt dann auf das bekannte Konfidenzintervall, das wir schon kennengelernt haben. Und der Unterschied wird eben jetzt sein, dass wir Folgendes betrachten. Wir ersetzen eben Sigma durch S. Also wir schätzen zusätzlich eben auch noch
die Varianz, die Standardabweichung, also Sigma ersetzt man durch S. Nur das Problem ist, damit ist nicht klar, dass hier die gleiche Verteilung rauskommt. Es ist nämlich im Allgemeinen, also es ist nicht dieselbe Verteilung, sondern hier erhalten wir dann dadurch eine andere Verteilung. Das heißt also, dadurch, dass wir hier eine Schätzung vollziehen, und das markieren wir hier nochmal in Gelb, also diese unbekannte Varianz, diese unbekannte Standardabweichung Sigma wird durch S geschätzt. Dadurch ist aber auch klar, oder? Wird irgendwie die Unsicherheit größer. Da muss sich auch irgendwie die Verteilung dieser Zufallsgröße jetzt eben hier verändern. Der ganze Rest geht aber natürlich genau gleich, oder? Also wenn wir jetzt wüssten, was das hier für eine Verteilung ist, dann könnten wir von der wieder Quantile bestimmen, könnten das Ganze dann wieder nach μ freistellen. Das S können wir ja tatsächlich realisieren dann schlussendlich, oder? Also wenn wir Daten gegeben haben, können wir S Quadrat, so wie es da oben steht, einfach eben ausrechnen, können wir es realisieren und kriegen eben die empirische Varianz und damit auch die Streuung klein s heraus. Und das ist also dann wieder ein Konfidenzintervall, das wir explizit in der Hand haben, obwohl wir die Varianz eben nicht kennen. Und das ist jetzt sozusagen Inhalt und Fokus des Interesses jetzt hier. Wir wollen also wissen, was für eine Verteilung kommt daraus. Und dazu schauen wir uns also eine Definition an. Und zwar die Definition der sogenannten Hie-Quadrat-Verteilung und der sogenannten studentischen T-Verteilung. Und Spoiler Alert, also dieses rote Fragezeichen da oben wird eben die studentische T-Verteilung mit einer gewissen Anzahl an Freiheitsgraden dann eben ergeben. Und das ist dann die Verteilung, die wir also hier haben möchten. Aber das heißt haben möchten, das ist einfach die Verteilung dann von dieser Zufallsgröße hier. Okay, was braucht man? Was haben wir also gegeben? Wir haben Folgendes gegeben. Wir haben eine Stichprobe von standardnormalverteilten Zufallsgrößen gegeben. Also eine Stichprobe zu einer Standardnormalverteilung. Also x1 bis xn, das ist eine standardnormalverteilte Stichprobe. Und wir schauen uns dann hier Folgendes an. Und zwar, wir schauen uns eben an, was passiert, wenn wir die, das ist hier also sozusagen das Erste, was passiert also, wenn wir die Summe von i gleich 1 bis n über die xi Quadrat bilden, also die Summe der Quadrate von so einer standardnormalverteilten Stichprobe, ja, die ist dann eben Hie-Quadrat verteilt mit n Freiheitsgraden. Natürlich, n ist eine natürliche Zahl. Das heißt also, das hier ist eben die Hie-Quadrat-Verteilung also Hie-Quadrat-Verteilung mit eben n Freiheitsgraden. Also n nennt man hier die Anzahl der Freiheitsgrade. Und jetzt denken Sie vielleicht, ja, wo brauche ich denn bitte sowas? Ja, wenn wir nochmal ein bisschen hier rausscrollen und nochmal auf S-Quadrat schauen. S-Quadrat ist so eine Summe von Quadraten. Okay? Und deswegen interessiert uns die Hie-Quadrat-Verteilung. Bitte aufgepasst, also dieses S-Quadrat oben ist also nicht so eine Summe von standardnormal verteilten unabhängigen Zufallsgrößen. Also von den Quadraten davon, aber man kann sozusagen auf das mehr oder weniger zurückführen. Wir werden also sehen, wir kriegen dann nach Standardisierung eine Hie-Quadrat-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden für das S-Quadrat mal Faktor eben. Und das Zweite, was wir brauchen, ist jetzt eben die sogenannte studentische T-Verteilung. Und auch hier werden wir es so machen wie hier oben. Also Sie sehen ja, dass diese, also nur von der Verteilung von xi hängt, von den xi's hier oben hängt dann die Verteilung dieser Summe der Quadrate ab. Damit ist die Hie-Quadrat-Verteilung darüber eindeutig definiert. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und so machen wir das jetzt also auch hier. Wir haben also zwei Zufallsvariablen. Also x und y sind jetzt zwei Zufallsvariablen. Die erste Zufallsvariable soll standardnormal verteilt sein und die zweite Zufallsvariable soll Hie-Quadrat verteilt sein mit n Freiheitsgraden. Also wir haben jetzt genau sowas wie das, was hier oben steht. Und zwar eben, stellen Sie sich vor, y ist, lässt sich dann eben in Verteilung zumindest so schreiben wie diese Summe von Quadraten hier oben. Und was jetzt aber noch ganz, ganz wichtig ist,
x und y müssen noch unabhängig sein. Dann schauen wir uns den Quotienten an von x und die Wurzel aus y durch n. Oder man kann es natürlich ja vielleicht für noch mehr Wiedererkennungswert auch so schreiben, also Wurzel aus y durch Wurzel aus n. Und das ist dann, diese Zufallsgröße ist dann t verteilt mit n Freiheitsgraden. Und man nennt es eben die Student-T-Verteilung oder auch studentische T-Verteilung oder kurz nur T-Verteilung. Mit wiederum eben n der Anzahl an Freiheitsgraden. So ist also die studentische T-Verteilung definiert, die Student-T-Verteilung. Und jetzt überlegen wir uns einmal zunächst, warum interessiert uns das? Wo kommt überhaupt sowas vor? Wir scrollen wieder ein bisschen rauf und sehen, sowas kommt genau hier vor, oder? X quer minus μ durch Wurzel aus s Quadrat durch Wurzel aus n. Also, das heißt, wenn man hier nur sozusagen im Zähler wie im Nenner ausreichend erweitert, dann ist es eben so, dass man das auf die Form bringen kann. Standard-Normalverteilung dividiert durch Wurzel aus Hi Quadratverteilung durch Wurzel n. Und das ist also hier ganz ein entscheidender Punkt. Also wir sehen schlussendlich, dass sich das hier so auf diese Form bringen lässt. Man muss natürlich oben eins zugeben. Also oben werden wir sehen, wird die Anzahl der Freiheitsgrade n minus 1 sein. Da muss man also sozusagen mit den Faktoren noch ein bisschen tricksen. Und das heißt also, diese studentische T-Verteilung ist das Ziel, oder? Also die genau wollen wir sehen, das ist genau die Verteilung dieser standardisierten Größe hier oben, wenn man eben die Standardabweichung durch eben S groß S schätzt. So, warum heißt die studentische T-Verteilung studentische T-Verteilung? Also bei der Chi-Quadrat-Verteilung oben kann man es gut verstehen, Summe von Quadraten. Aber warum heißt die studentische T-Verteilung studentische T-Verteilung? Also da gibt es eine ganz nette Geschichte dazu. Und zwar geht die zurück auf William Seeley Gossett. Und William Seeley Gossett hat also in der Guinness-Brauerei gearbeitet. Und was haben die dort so gemacht? Die hatten also dort so landwirtschaftliche Versuchsanordnungen und haben versucht, ich glaube, die Gerstenqualität, insbesondere Gerstenweizenqualität, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zu verbessern. Und man muss sich vorstellen, wenn man da also so Felder mit verschiedenen eben solchen Getreidesorten dann da ausstattet und dann versucht, ob die Qualität besser oder schlechter wird, wie auch immer man das bewertet, also nicht nur wahrscheinlich nach Ertrag, dann hat man hier mit einem recht geringen Stichprobenumfang teilweise zu rechnen, weil es halt nicht so ohne, also ganz, ganz viele von diesen landwirtschaftlichen Flächen da so unterschiedlich zu bebauen. Und dann war es eben so, dass also in dieser, also eben in der Guinness-Brauerei, beziehungsweise also dort, wo also solche Versuche gemacht wurden, hat es Probleme gegeben mit Erkenntnissen, die aus dem Betrieb nach außen geraten sind. Deswegen also wurde das eigentlich nicht mehr zugelassen, dass unter dem tatsächlichen Namen veröffentlicht wurde, also publiziert wurde. Und William Seeley Gossett hat dann also unter dem Pseudonym Student veröffentlicht, um sozusagen dieser Geheimhaltung zu entgehen. Das heißt also, diese studentische T-Verteilung geht tatsächlich auf jemanden zurück, der Bierqualität erhöhen wollte. Also ich finde, das ist eine ganz nette Anekdote. Also vielleicht wäre es irgendwann anders erfunden worden in einem anderen Kontext. Aber also wenn Sie sagen, die studentische T-Verteilung wurde quasi entdeckt im Kontext der Erhöhung der Bierqualität, dann muss man Ihnen insofern historisch recht geben. Okay, jetzt wollen wir aber natürlich noch genauer verstehen, warum die Größen, die wir da betrachten, tatsächlich die Verteilungen haben, die wir jetzt hier eingeführt haben. Und dazu brauchen wir noch ein paar kleinere Vorarbeiten. Und die erste Vorarbeit ist ein Lemma. Und zwar müssen wir uns überlegen, wie wir eine Dichte angeben können von einem Zufallsvektor. Und insbesondere wollen wir uns das dann anschauen, wenn eben zwei Zufallsvariablen unabhängig sind. Und das heißt also, wenn Sie dem Lemma einen kleinen Namen geben wollen, dann können Sie eben so sagen, also wir haben einen Zufallsvektor, machen wir es so, Dichte
eines Zufallsvektors und der hat unabhängige Komponenten. Also wie schaut das jetzt genau aus? Was haben wir gegeben? Wir haben also zwei Zufallsvariablen, x und y. Und diese beiden Zufallsvariablen sind unabhängig. Und, was haben wir noch? Wir haben, dass fx eine Dichte von x sein soll. Und fy eine Dichte von y. Also wir haben zwei Zufallsgrößen, die sind kontinuierlich und sie sind unabhängig voneinander und eine Wahrscheinlichkeitsdichte von x bezeichnen wir mit fx, eine Wahrscheinlichkeitsdichte von y mit fy. Und jetzt interessieren wir uns dafür, haben wir dann also auch eine Wahrscheinlichkeitsdichte des Zufallsvektors gegeben? Die Antwort ist ja. Dann gilt also Folgendes, der Zufallsvektor xy besitzt die Dichte und die bezeichnen wir mit fxy. Und diese Dichte ist das Tensorprodukt der beiden eindimensionalen Dichten. Und was ist das? Das ist also eine Funktion, die auf R2 unterwegs ist und die Werte in R annimmt. Also dadurch, dass die beiden, als wir sie als nicht negativ annehmen, wird das also auch nicht negativ sein. Und also ein kleines xy, ein paar kleine xy aus R2, wird abgebildet auf fx von klein x mal fy von klein y. Und bitte beachten Sie, dass eben dieses Tensorprodukt nicht das gleiche ist wie das Mal von Funktionen, so wie Sie das bisher kennen, weil da würden Sie also das gleiche Argument in beide der Funktionen einsetzen. Und da ist es eben so, dass die erste Komponente des Arguments muss in die erste Funktion eingesetzt werden, die zweite Komponente in die zweite Funktion und dann muss das also multipliziert werden. Und das ist eben dann eine Dichte bezüglich des zweidimensionalen Lebesgue-Maßes, also bezüglich Lambda-Quadrat. Das heißt, es gilt eben für alle Borel-Mengen, also wenn Sie irgendein B aus R2 haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Zufallsvektor xy in B liegt, das wäre also dann genau die gemeinsame Verteilung von x und y von B, ist dann das Lebesgue-Integral über B, also das heißt über R2, Sie können einfach mit der charakteristischen Funktion multiplizieren, das heißt dann also Integral über B. Und hier eben haben wir dann stehen f von xy von klein xy und integriert wird eben bezüglich des zweidimensionalen Lebesgue-Maßes bezüglich der Variablen x und y. Also das heißt, wir haben da eben, also das bedeutet es, dass es eben so eine zweidimensionale Dichte, also eine Dichte dieses Zufallsvektors ist und die haben wir eben ganz einfach gegeben als Produkt der einzelnen Dichten im Sinne des Tensorprodukts hier. Und das ist also sehr, sehr praktisch, weil man damit also dann ganz einfach rechnen kann, schlussendlich, und sehr viele Eigenschaften sozusagen rüberziehen kann. Auf den eindimensionalen Fall, also vom mehrdimensionalen auf den eindimensionalen. Das wollen wir geschwind beweisen. Die zweidimensionale Verteilung, also die gemeinsame Verteilung, ist ja eindeutig durch die gemeinsame Verteilungsfunktion gegeben. Und was wir da einfach machen können, ist, wir können uns ein xy aus R schnappen. Und schauen uns eben an, die gemeinsame Verteilungsfunktion an der Stelle xy. Und jetzt ist es so, dass wir ja wissen, das ist die gemeinsame Verteilung
der Zufallsgrößen x und y. Ja, und in was ausgewertet? In minus unendlich bis x, Kreuz minus unendlich bis y. So ist also die gemeinsame Verteilungsfunktion definiert. Also die gemeinsame Verteilungsfunktion erhalte ich, indem ich einfach dieses Produkt in die gemeinsame Verteilung einsetze. Und jetzt wissen wir was Praktisches. Wir wissen ja, dass x und y unabhängig sind. Das heißt, die gemeinsame Verteilung ist Produkt der Verteilungen. Und damit müssen wir also dieses Produkt auswerten auf diesem Produkt der beiden Mengen. Wie ist aber das Produktmaß definiert? Also das ist die entscheidende definierende Eigenschaft. Das ist das Produkt von eben Verteilung der ersten Komponente hier, also von minus unendlich bis x, mal, und hier haben wir die Verteilung von y ausgewertet in minus unendlich bis y. Also das ist alles nur aufgrund der Unabhängigkeit mal zunächst der Fall. Und mehr haben wir ja nicht an Voraussetzungen. Wir sehen aber, da kommen wir schon jetzt ein ganz gutes Eckel weiter, weil das, was hier steht, ist die Verteilungsfunktion von der Zufallsgröße x an der Stelle klein x. So ist sie einfach definiert. Und das multipliziert mit fy, also der Verteilungsfunktion von y an der Stelle klein y. So, und jetzt schreiben wir das Ganze als Integrale. Wir wissen ja entsprechend, es gibt eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Das heißt, das ist dasselbe wie das Integral über minus unendlich bis x über die Dichte fx integriert wird, also hier bezüglich des Lebesgue-Maßes. Und das stimmt also in vielen gängigen Fällen natürlich dann überein mit dem Riemann-Integral, so wie Sie das kennen. Und dieses Integral wird also multipliziert. Machen wir da vielleicht da so eine Klammer rum. Wird multipliziert mit dem Integral von minus unendlich bis y. Aha, und jetzt habe ich einen Bock geschossen. Entschuldigung, ich sollte hier nicht die Integrationsvariable x nennen, wenn x schon vergeben ist. Nennen wir das s. Nehmen wir hier die Integrationsvariable s und hier nennen wir die Integrationsvariable t. Also fy von t, d lambda von t. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Satz kennengelernt. Also, wir gehen davon aus, dass diese Dichten also nicht negativ gewählt sind und können den Satz von Fubini-Donelli anwenden. Der uns sagt, dass wir das Produkt von zwei so Integralen als Produktintegral schreiben können. Also das Integral von minus unendlich bis x und von minus unendlich bis y über fx von s mal fy von t. Und hier steht das Produkt der beiden Maße, und das ist aber hier das Lebesgue-Maß, das zweidimensionale, und integriert wird in s und t. Und jetzt sehen wir, steht genau im Integranten fx Tensorprodukt fy ausgewertet in s und t. Und damit sehen wir, dass fx mal fy eben eine Wahrscheinlichkeitsdichte bezüglich Lambda-Quadrat ist. Und damit haben wir also gezeigt, dass wir diese Dichte verwenden können. Ein ganz konkretes Beispiel, das wir also hier brauchen werden. Wenn wir eine Normalverteilung haben, und zwar genau eine Standardnormalverteilung, und sagen wir jetzt eine ganze Stichprobe dazu, x1 bis xn, ist eine Stichprobe zu einer Standardnormalverteilung. Dann können wir uns iterativ mit diesem Satz überlegen, was eine Dichte, eine gemeinsame Dichte von dem ganzen Zufallsvektor x1 bis xn ist. Und zwar ist es nämlich so, dass jedes fxi an der Stelle t können wir wählen als, bitte das ist die stetige Wahl davon, als 1 durch Wurzel aus
2pi. Und dann haben wir hier e hoch minus t Quadrat halbe. Ja, also das wäre die Wahrscheinlichkeitsdichte der Standardnormalverteilung. Und das ist also hier so zu wählen für jedes einzelne, also für so wählen wir das für jedes einzelne i. Das wäre also die Definition des Funktionswertes, also für das Argument t. Und jetzt gehen wir also her und schauen uns eben an, was ist dann eine gemeinsame Verteilung des ganzen Zufallsvektors. Da können wir das Lemma oben jetzt iterativ anwenden. Und wir kriegen raus, das ist dann eben fx1 mal fx2 mal Punkt, Punkt, Punkt bis fxn. Und das müssen wir jetzt eben uns überlegen, was das dann gibt. Also, das heißt, wir nehmen uns jetzt irgendeinen Vektor t1 bis tn aus Rn und werten das hier einfach aus. Das heißt, fx1 kreuz, also multipliziert mit bis fxn, also dieses n-fache Tensorprodukt. Und das ist also dann an der Stelle t1 bis tn werten wir das aus. Also der Deutlichkeit halber machen wir hier noch eine Klammer rum. Und das heißt also, wir müssen einfach nur hergehen, in fx1 t1 einsetzen, mal Punkt, 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 bis in fxn tn einsetzen. Und jetzt sehen wir, haben wir da jedes Mal genau den gleichen Vorfaktor, das 1 durch Wurzel aus 2pi. Und das können wir also schreiben als 2pi, Klammer rum, hoch minus 1/2, oder? Und wenn wir das n mal mit sich selber multiplizieren, ist es halt hoch minus n halbe. Das ist also hier der Vorfaktor, der sich aus dem 1 durch Wurzel aus 2pi ergibt. Und dann wird e hoch minus immer mit sich zusammen multipliziert, damit addieren sich aber die Hochzahlen. Und wir haben also stehen, das ist 1/2 als Vorfaktor, steht ja überall dabei, t1 Quadrat plus t2 Quadrat plus bis tn Quadrat. Und das können wir noch kompakter schreiben, wenn wir eben sagen, t-Vektor ist eben der Vektor bestehend aus den Komponenten t1 bis tn. Dann sehen wir eben, ist es 2pi hoch minus n halbe mal e hoch minus die 2-Norm von t-Vektor zum Quadrat. Das sind ja alle Komponenten zum Quadrat halbe. Und im Prinzip schaut es dann also ziemlich ähnlich so aus, wie eben die Wahrscheinlichkeitsdichte, die eindimensionale, mit der wir gestartet sind. Also der Unterschied ist, dass im Vorfaktor die Dimension berücksichtigt werden muss und eben im Exponenten steht dann die 2-Norm zum Quadrat, also die Standard-euklidische Norm des Vektors zum Quadrat halbe. Und das ist also eine mehrdimensionale Dichte so einer standardnormalverteilten Stichprobe. Also sprich eines standardnormal verteilten Zufallsvektors, können Sie sagen, oder? Also das ist das, was wir hier sehen. Und das ist also was, was wir jetzt dann weiterverwenden werden und gut brauchen können werden. Was ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen wollen? Der nächste Schritt, den wir jetzt also vollziehen, ist ein kleines Lemma. Und dieses kleine Lemma sagt uns jetzt, dass eben solche Normalverteilungen eine ganz praktische Eigenschaft haben. Und zwar die ganz praktische Eigenschaft, die solche Normalverteilungen haben, ist, dass man sie quasi nicht unter gewissen Transformationen kaputt macht. Also, was sagt uns das nächste schlaue Lemma? Das nächste schlaue Lemma sagt uns, was passiert, wenn man also so einen standardnormalverteilten Zufallsvektor mit unabhängigen Komponenten, also wenn man den entsprechend transformiert. Was wir dazu gegeben haben ist, wir starten mit also einer Stichprobe. Also es sei n y1 bis yn eine standardnormal verteilte Stichprobe. Das ist also mal das, was wir gegeben haben. Und was haben wir noch gegeben? Und a
soll eine N-Kreuz-N-Matrix sein, die also orthogonal ist. Zur Erinnerung, was sind orthogonale Matrizen? Das sind die, deren Transponierte die Inverse ist. Ja? Also A transponiert A ist also die Einheitsmatrix. Und orthogonale Matrizen haben also viele schöne Eigenschaften, insbesondere, und das ist sicher was, was Sie also gelernt haben, ist, dass sie also die Zweinorm unverändert lassen. Das heißt, wenn Sie also einen Vektor mit so einer orthogonalen Matrix A multiplizieren, dann bleibt die Norm dieses Vektors unverändert, und zwar die euklidische Norm. Und das ist also genau die Eigenschaft, die wir jetzt dann brauchen werden. Und jetzt machen wir Folgendes, wir gehen jetzt her und setzen den Vektor Z1 bis Zn auf A mal Y1 bis Yn. Das heißt, wir transformieren jetzt unseren Zufallsvektor mit den Ynen. Also, und genauso werden wir das auch bezeichnen, oder? Das da ist sozusagen das Z, das Vektorsymbol drüber sparen wir uns vielleicht jetzt ein bisschen. Und das da wäre also Y, also Z ist der Zufallsvektor bestehend aus den Komponenten Z1 bis Zn, Y der mit Y1 bis Yn. Und wenn wir den mit dieser orthogonalen Matrix A multiplizieren, dann ist es so, dass auch Z1 bis Zn eine standardnormal verteilte Stichprobe ist. Das heißt also, die Standardnormalverteilung, die mehrdimensionale, bleibt uns also unter orthogonaler Transformation vollständig erhalten. Also das heißt, noch einmal, Z1 bis Zn gibt Ihnen dann einen Zufallsvektor mit unabhängigen Komponenten und die Komponenten sind alle identisch standardnormal verteilt. Und das ist also ein ganz wesentlicher Satz hin zu diesen Verteilungen der statistischen Größen, die wir eben dann betrachten wollen. So, wie beweisen wir das Ganze? Also der Beweis schaut hier wie folgt aus. Man geht also her und schaut sich eben an, was passiert, wenn man die gemeinsame Verteilung betrachtet. Also wir werden es jetzt nicht wahnsinnig ausführlich ausführen, also wir werden nur so ein bisschen die Beweisidee eben hier liefern. Also man schaut sich im Prinzip an, was erhält man für die gemeinsame Verteilung von diesem Zufallsvektor Z, wenn man hier irgendwelche kleinen Z1 bis Zn, und das ist eben irgendein Vektor im Rn, wenn man den also hier einsetzt. Und dann verwendet man den sogenannten Transformationssatz. Also Transformationssatz. Und zwar indem man Folgendes setzt. Man substituiert hier sozusagen y gleich, also die Integrationsvariable, die Sie hier haben, auf A transponiert x und sieht eben, dass die entsprechende Dichte, die wir ja hier oben kennengelernt haben, also wenn Sie hier eben haben, die 2-Norm von Ihrem ursprünglichen Argument, dann ist es so, wenn man hier A transponiert oder A reinschreibt, dann bleibt es genau das Gleiche. Und damit erkennt man, dass eben hier wieder das Integral entsteht über eben entsprechend minus unendlich bis Z1, Kreuz, Punkti, Punkti, bis minus unendlich bis Zn. Das also haben wir ja in der gemeinsamen Verteilungsfunktion Fz sozusagen schon stehen. Und dann hier über Fy und dann eben integriert bezüglich x. Und dann eben in haben wir hier das mehrdimensionale Lebesgue-Maß hier stehen. Und damit ist das hier dann wirklich wieder eine Wahrscheinlichkeitsdichte für den Zufallsvektor Z1 bis Zn. Und damit haben wir aber allerdings wieder eine eben die gleiche Standardnormalverteilung, die mehrdimensionale. Also sprich, wir haben dann wieder eine standardnormalverteilte Stichprobe Z1 bis Zn gegeben. Also das ist eine ganz kurze Beweiskizze, wie gesagt, unter dem Transformationssatz, den wir also nicht genauer besprochen haben. Also bloß, dass Sie so eine Idee kriegen, was das Entscheidende ist. Also das Entscheidende ist wirklich, wenn Sie eben den Vektor y betrachten in der 2-Norm und der ist eben a transponiert mal x, dann oder auch a mal x, also das spielt keine Rolle. Also
dann ist es das gleiche wie die 2-Norm von x. Und Sie können es eben auch so sehen. Also auch das wäre das gleiche, wenn Sie sagen, a mal y, also ist das gleiche wie die 2-Norm von y. So, schließt sich sozusagen wieder der Kreis. Wenn Sie also mit a transponiert, da können Sie einfach hin und her multiplizieren, wie Sie Lust haben. Also da können Sie so viele a's und a transponierte reinschreiben. In der 2-Norm bleibt es also immer dasselbe. Okay, mit diesen Vorarbeiten haben wir es sozusagen soweit geschafft und können jetzt wirklich den Satz, um den es eigentlich geht, formulieren. Und der Satz sagt uns eben jetzt genau, wie verhalten sich diese statistischen Größen? Und zwar, wie schaut es aus mit ihrer Verteilung? Und das ist also ein Satz, den ich nennen würde, eben Verteilung statistischer Größen. Also Verteilung statistischer Größen, und zwar der ganz beliebten statistischen Größen. Und alles, was wir hier gegeben haben, ist also eine Stichprobe zu einer Normalverteilung. Also x1 bis xn ist eine Stichprobe zu einer Normalverteilung mit Parametern μ und Sigma. Und natürlich μ eine beliebige reelle Zahl, Sigma größer als 0. Und was haben wir dann für Eigenschaften? Ja, die erste Aussage dieses Satzes ist eine, die Sie wahrscheinlich mal zunächst durchaus überraschen könnte. Das Stichprobenmittel ist unabhängig von der Stichprobenvarianz. Also Sie erinnern sich an die Definition der T-Verteilung, da haben wir gesagt, ist ganz wichtig, Zähler und Nenner müssen quasi voneinander unabhängig sein. Und wir werden eben sehen, es ist tatsächlich so, x² ist unabhängig von s². Warum können Sie das überraschen? Weil ja alle x1 bis xn in x² eingehen und alle x1 bis xn in s² eingehen, oder? Aber denken Sie mal kurz nach, was hier geschätzt wird. Also einmal wird der Erwartungswert geschätzt und einmal wird die Varianz geschätzt. Nur interessiert die Varianz sozusagen, was der Erwartungswert ist? Ich sage immer so, die Varianz interessiert es herzhaft wenig, um welchen Erwartungswert sie streut, oder? Weil sozusagen der Erwartungswert genau abgezogen wird. Und deswegen ist es insofern ja jetzt eigentlich nicht überraschend, dass diese beiden Zufallsgrößen dann unabhängig voneinander sind. Okay? Also, das heißt, dass wenn ich eben die Varianz schätze, wenn ich den Erwartungswert schätze, dann sind diese beiden Schätzer als Zufallsgrößen unabhängig voneinander. Also die Varianz zu schätzen bei einer Normalverteilung ist unabhängig davon, den Erwartungswert zu schätzen. Also könnte uns im Nachhinein vielleicht dann doch nicht so überraschen. Dann, was wir schon wissen, aber was sich halt automatisch noch einmal in diesem Satz hier ergibt, also im Beweis dieses Satzes, ist die Verteilung von eben x quer. Also was wir nur als Fakt hingestellt haben, dass wir wieder eine Normalverteilung erhalten und sich allerdings jetzt hier eben die Standardabweichung entsprechend verändert, der Erwartungswert gleich bleibt. Das würden wir also gratis noch einmal im Verlauf des Beweises dieses Satzes sehen. Und jetzt kommen eben die versprochenen Dinge, wenn wir mit dem entsprechenden Vorfaktor n minus 1 durch Sigma Quadrat s Quadrat versehen, also es in diesem Sinne standardisieren, dann kommt eine Hi-Quadrat-Verteilung heraus, und zwar die Hi-Quadrat-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden. Das heißt also, mit diesem Vorfaktor ist die Stichprobenvarianz Hi-Quadrat verteilt mit n minus 1 Freiheitsgraden. Damit haben wir die Verteilung der Stichprobenvarianz verstanden. Und dann kommt die Größe, die eben für uns relevant ist, um Konfidenzintervalle auch bei unbekannter Varianz angeben zu können. X quer minus μ dividiert durch s durch Wurzel n. Diese Größe ist, wie bereits angekündigt, t verteilt mit n minus 1 Freiheitsgraden. So, beweisen wir diesen Satz. Und wie geht man dazu vor? Ja, das Erste, was man macht, ist, dass man mal standardisieren beginnt. Also, wir machen das Folgende. Für i von 1 bis n definieren wir neue Zufallsgrößen, und zwar y's als xi minus μ durch Sigma. Und wir ziehen den Erwartungswert ab, dividieren durch die Standardabweichung. Wir wissen dann, das ist standardnormal verteilt. Natürlich bleiben die auch noch unabhängig, weil die xi's unabhängig sind. Das heißt also, wir haben eine Stichprobe gegeben, y1 bis yn, und zwar zu einer Standardnormalverteilung.
Das sollte uns jetzt schon ein bisschen bekannt vorkommen, gerade mit dem Lemma, das wir oben also besprochen haben. Und die Idee ist, dass wir diese standardnormal verteilte Stichprobe jetzt so transformieren, dass genau die gesuchten Größen mehr oder weniger bis auf den Vorfaktor eben herauskommen. Und dazu wählen wir eine orthogonale Matrix. Also wähle orthogonale Matrix A wie folgt. Und zwar, was also bestimmt sein soll, ist die erste Zeile dieser Matrix. Die erste Zeile dieser Matrix wollen wir also wie folgt haben. Wir hätten ganz gerne, dass die erste Zeile 1 durch Wurzel n, 1 durch Wurzel n, 1 durch Wurzel n ist. So, warum? Wenn man diese erste Zeile mit y1 bis yn multipliziert, was passiert? Ja, dann entsteht genau das Folgende, und zwar es entsteht genau die Summe der yis. Und warum brauche ich diesen Vorfaktor 1 durch Wurzel n noch davor? Ja, ansonsten, bitte, das ist also hier der springende Punkt, wäre das keine normierte Zeile. Die 2-Norm ist nämlich 1 durch n plus 1 durch n plus 1 durch n, n mal, ist genau 1. Und wir wissen ja, eine orthogonale Matrix hat also normierte Zeilen, normierte Spalten. Das Transponierte ist ja auch orthogonal, oder? Und wir können also entsprechend jetzt mit ausgehend von dieser Zeile die weiteren Zeilen orthogonal ergänzen, und zwar mit dem Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren. Ja? Also das ist möglich, wir können so ein A finden. Das gibt es auch wirklich. Und was ist jetzt eben der große Vorteil dran? Wir setzen jetzt also Z, diesen Zufallsvektor, also Z einfach bestehend aus den Komponenten Z1 bis Zn, setzen wir jetzt auf A mal Y. Und Y natürlich bestehend aus den Komponenten Y1 bis Yn. Ja? Und das, was jetzt eben das sehr Angenehme dran ist, ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie es um die Summe von i gleich 1 bis n über eben diese zi's bestellt ist, zum Quadrat, dann ist das jetzt einfach nur die 2-Norm von diesem Vektor z zum Quadrat. Gut, das hätte vorher auch schon gestimmt. Und das ist aber das Gleiche wie jetzt a transponiert mal y mal die 2-Norm zum Quadrat. Und jetzt wissen wir, orthogonale Transformationen lassen die Norm unbeeinflusst. Das heißt also, die 2-Norm von y zum Quadrat ist dieselbe. Das ist also mal der erste Schritt. Wir sehen mal, die Norm bleibt davon unbeeinflusst. Das ist also mal der erste wichtiger Schritt, dass man das also hier sieht. Und jetzt, warum haben wir die erste Zeile genauso gewählt? Die erste Zeile wurde also genauso gewählt, weil man damit x quer jetzt wunderbar umrechnen kann. Was ist x quer? Also x quer, wenn wir jetzt wieder rück einsetzen, oder? Schauen wir uns mal kurz an, was die einzelnen xi's sind, oder? Wenn wir hier oben nochmal hinschauen, oder? Also jedes von den xi's ist ja nichts anderes als Sigma mal yi plus μ. Das heißt, wenn wir das jetzt in die yi's umrechnen, was kriegen wir? Also, wir kriegen den Vorfaktor, den wir ja davor haben, ist 1 durch n vom Stichprobenmittel. Dann steht nur das Sigma davor. Summe i gleich 1 bis n über die yi's. Und Achtung, was wir noch kriegen, ist dieses μ. Oder? Wenn ich aber die Summe von 1 bis n über μ bilde und dann mit 1 durch n multipliziere, erhalte ich wieder μ. Das heißt, was kriege ich? Ich kriege also ganz genau eine Summe über diese yi's hier drin, also im Prinzip das Stichprobenmittel der yi's mit einem Vorfaktor. Und das Praktische ist, dass ich das hier jetzt wie folgt schreiben kann. Ich kann das jetzt schreiben als Sigma durch Wurzel n mal Summe i gleich 1 bis n, 1 durch Wurzel n mal yi plus natürlich μ. Und dann erkenne ich, dass das hier genau diese, schreiben wir es vielleicht da oben hin,
genau diese erste Spalte der Matrix, Entschuldigung, die erste Zeile der Matrix A multipliziert mit y ist, mit dem Vektor y. Weil da wird ja 1 durch Wurzel n mit der ersten Komponente multipliziert, 1 durch Wurzel n mit der zweiten, immer mit dem gleichen multipliziert und dann die Summe drüber gebildet. Das ist aber genau die erste Komponente von z. Zeile mal Spalte, oder? Erste Zeile mal Spalte gibt also die erste Komponente dieses Vektors. Und damit sehen wir, dass x quer nur von z1 abhängt. Es ist genauer Sigma durch Wurzel n mal z1 plus μ. Und damit sehen wir auch, dass es nur eine transformierte Standard-Normalverteilung ist. Und wir sehen, es ist wieder normal verteilt, weil wir also nur einen Faktor davor haben und μ verschieben. Also nur eine umskalierte, verschobene Normalverteilung. Und wir sehen genau, μ ist der Erwartungswert. Und wir sehen genau, wenn wir hier die Varianz ausrechnen, oder, ist μ weg und Sigma Quadrat durch n kommt daher. Das heißt also, Sigma durch Wurzel n ist die Standardabweichung. Die steht also genau hier davor. Und damit haben wir also mal einen Teil schon abgehakt. Und bitte das, was wir jetzt beachten müssen, beachte. Und beachte also Folgendes. Wir sehen, dass x quer eine Funktion sozusagen nur von z1 ist. Jetzt kommt also der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, wir müssen s Quadrat umrechnen. Und das ist also was, was ich nicht vollständig ausführen werde. Wir werden eben genau das brauchen, dass die 2-Norm davon unbeeinflusst bleibt. Also wir haben hier so Summe von Quadraten jetzt dann im S-Quadrat stehen. Und wenn man das also alles umrechnet, kann man das wieder in die ZIs umrechnen und kommt genau auf Sigma-Quadrat durch n minus 1 mal die Summe, und das ist eben das Entscheidende, die erst hier bei 2 startet, Summe i gleich 2, also das ist ganz eine nette kleine Rechnung, die man hier halt macht. Man sieht einmal eben dadurch, dass man x quer so umrechnen kann in z1, also nur abhängig von z1, geht einmal das z1 Quadrat weg und es startet eben hier bei i gleich 2 und geht bis n. Oder umgekehrt, das ist also die Konsequenz, dass n minus 1 durch Sigma Quadrat mal s Quadrat lässt sich also dann schreiben als diese Summe von i gleich 2 bis n über die zi Quadrate. Und per Definition ist das eine Chi-Quadrat-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden, weil die Summe ja bei 2 hier unten startet. Damit haben wir diese Verteilung erledigt, aber wir sehen noch was, beachte. Wir sehen auch noch, dass s Quadrat nur abhängt von z2 bis zn. Und damit folgt aus dieser Tatsache plus dieser Tatsache, dass x quer, das also nur von z1 abhängt, und s Quadrat, das also hier nicht von z1 und dann von z2 bis zn abhängt. Das sind so Gruppierungen aus unabhängigen Zufallsvariablen und dann bleibt es wieder unabhängig. Und damit haben wir also auch das geschafft. Na, und die letzte Behauptung lässt sich also noch schnell ableiten. Also die letzte Behauptung, da müssen wir uns ja dann eben x quer minus μ durch s durch Wurzel n anschauen. Und das Erste, was man machen muss, ist, man muss eben hier das Stichprobenmittel standardisieren. Das heißt also, x quer minus μ passt gut. Wir müssen es dividieren durch Sigma durch Wurzel n. Das Wurzel n haben wir uns hier von da unten geklaut. Und dann müssen wir also das Ganze jetzt noch dividieren durch. Das s steht unter der Wurzel als s Quadrat da. Wir nehmen genau den Vorfaktor n minus 1 durch Sigma Quadrat und das vom s-Quadrat. Und damit alles nur richtig ist, müssen wir dann durch n minus 1 nochmal hier dividieren. Also kontrollieren wir es nochmal durch. N minus 1 kürzt sich durch. Das Sigma hier oben haben wir erfunden, das kürzt sich hier unten aber wieder durch. Und damit, und das Wurzel aus n haben wir einfach nach oben geschrieben. Und jetzt sehen wir, dass das hier genau standardnormal verteilt ist. Wir sehen, dass das hier herunten eine Chi-Quadrat-Verteilung mit genau n minus 1 Freiheitsgraden ist, durch die dann dividiert wird, was hier also unter der Wurzel steht. Und Zähler und Nenner sind unabhängig voneinander. Das heißt aber, wir haben hier tatsächlich nach Definition
eine T-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Und damit haben wir also jetzt gesehen, wie sich diese wichtigen statistischen Größen in Bezug auf ihre Verteilung tatsächlich verhalten und können halt ganz konkret jetzt Quantile ausrechnen und damit wieder Konfidenzintervalle produzieren.